Meine Verwundung am 2. März war mein großes Glück. Wie der Angriff am 16. April losging, war ich schon im Lazarett. Ich bin in Alturoband verwundet worden. Mich haben mehrere Splitter getroffen. Schulter, Beine, Herz. Und bin dann am 16. April, wie die Offensive losging, haben wir vom Krankenbett aus einen Feuerschein gesehen. Die ganze Front war alles ein Feuerschein. Trommelfeuer, stundenlang. Und dann gegen Mittag kamen die ersten Verwundeten. Da habe ich heute noch in Erinnerung, da war jemand, waren die Därme, ganze Därme so raus. Ich war noch im Lazarett auf so einer Art Balkon gestanden und war richtig wieder, ist mir nahe gegangen. Ich wollte Offizier werden. Aber bin dann gemustert worden in Frankfurt-Oder. Und dann wurde mir aber abgeraten, weil das zu lange sein würde, die Offiziersausbildung. Und mir wurde vorgeschlagen, dass ich zur Unteroffiziersschule gehen sollte. Und da bin ich im Oktober, Mitte Oktober 1943, eingezogen worden, und zwar in Ostsudetenland. Das war direkt an der tschechischen Grenze. Hinter unserer Kaserne war schon die tschechische Grenze. Und da habe ich 9 Monate nur Ausbildung, strenge Ausbildung gehabt. In allen Richtungen. Führerschein gemacht. Im Dezember 1943 mit 17 Jahren Führerschein gemacht für LKW. War so ein Dreiachser, weiß ich noch. Und wir fahren, Kommetau nannte ich der Ort, das war so ein uralter Ort mit engen Straßen, da sind sie gerne mit uns hin, dass wir was lernen und reagieren konnten und so. Wir waren dann aber, wie gesagt, Fahrausbildung, Grundausbildung war zuerst, denn die Fahrausbildung war im Dezember. Und dann waren spezielle, sehr viel Karten lesen, weil wir ja, es war ja eine Aufklärungsabteilung. Erste war aus Verblendung. Wir waren überzeugt, alles, was sie uns erzählt haben, waren nur Erfolge, waren ja die Anfangserfolge, waren ja 43, war ja noch alles in Ordnung. Und wir waren total verblendet. Und ich muss auch noch dazu sagen, dass ich, wie ich in der Lehre war, auch schwer hatte. Jede Nacht aufstehen, manchmal Mittwoch, Sonnabends, da musste man um 1 schon aufstehen, um zu backen. Ich ging manchmal von der Nacht um 1 bis abends um 5 oder 6, bevor dann alles aufgeräumt war. Backstube und Mehlboden und was da alles so war. Aber wie gesagt, in erster Linie geblendet. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Wort Kassett nie gehört habe. Kannte ich gar nicht. Mein Vater war ja 1929 in Holland, war ebenfalls in Bergbo, wegen der damaligen Krise, der Weltwirtschaftskrise, die da war, sind meine Eltern nach Holland gezogen, um zu arbeiten. Und da ist aber leider schweres Unglück.
Das hat tödlich verunglückt, mit vielen anderen Kumpeln auch. Da ist angeblich das Seil gerissen und alle tot gewesen. Dann ist meine Mutter mit uns Kindern nach Kienitz. Da war ihre Schwester, die hatten da ein Grundstück und da muss wohl eine Wohnung frei gewesen sein. Jeweils sind wir da hingezogen und da in Kienitz denn. Ein paar Mal musste ich dann noch mit meiner Mutter noch was regeln, da nach Holland. Ich habe früher immer gewundert, wenn man in Berlin mit dem Zug, mit der U-Bahn und S-Bahn und sowas, immer war es Tag und immer war es dann wieder Nacht gewesen, war mir was Neues. In Kienitz, ich muss sagen, erstmal habe ich noch angefangen mit dem Griffel und mit der Schultafel gelernt. Ich war so ehrgeizig, wenn wir aus der Schule kamen, da war so ein großer Baum, da habe ich dann schon gleich meine Schularbeiten gemacht, auf Schulaufgaben. Ich habe, will mir jetzt nicht rühmen, aber ich habe sehr gut gelernt. Und war auch immer, ich war sehr gut, vor allem mit Zahlen, Kopfrechnen, an allen Fächern. Ich hatte überhaupt keine Probleme in der Schule. Jedes musste ungefähr so um 1000 Einwohner gehabt haben. Es waren drei Bäckereien und auch drei oder vier Schlachtereien und Korbmacher und viele Fischer. Es waren auch viele, die so eine Oder kennen, die Besitzer, die auf der Oder noch gefahren sind. Früher war ja Betrieb auf der Oder. Da waren diese großen Schleppziehe, die dann fünf, sechs große Kähne im Schlepp hatten. Da, wie gesagt, da war noch ordentlich was los. Meine Mutter hatte ja eine gute, verhältnismäßig gute Rente aufgrund des Todes von meinem Vater. Die musste aber jeden Monat eine Bescheinigung nach Holland schicken, damit sie nicht wieder geheiratet hat. Und hat auch die ganzen Jahre deswegen nicht geheiratet. Sonst wäre ja die Rente verloren gegangen. Und sie hat dann so Aushilfe gemacht. Entweder im Haushalt oder auch beim Fleischer, kann ich mich entsinnen. Da war sie auch im Haushalt, hat da gearbeitet. Wir waren begeistert. Wir waren alle ganz begeistert. Wir hatten ja Uniform. Ich sage auch mal ganz ehrlich, war auch so, hast du so einen kleinen Wimpel-Schnur gehabt, die was Jungschaftsführer oder wie sie das nannte. Und wir waren stolz. Wir waren stolz. Arbeitsdienst, ja, das war, bevor ich eingezogen wurde, musste ich 3 Monate RAD, nannte sich das, und zwar bei Cottbus. Unter anderem war ich auch die halbe Zeit in Lübbenau. Da war irgendwie das Lager geschlossen und da mussten wir einen Teiltrupp die Zeit. Beim Arbeitsdienst war es sehr, sehr streng. Das war so ein richtiger Narzisst, Nazi-Redner, Kampfredner, der hat stundenlang Propaganda gemacht mit uns. In der größten Hitze, es war ja Juli, August und so,
in der Christenhitze und dann in diese Baracken stundenlang die Vorträge. Viele sind eingeschlafen. Und da mussten wir aus Strafe vor der Front stehen. Manchmal ist es passiert, dass man selber noch eingeschlafen ist beim Stehen. Aber wie gesagt, es war sehr, sehr strenge. Das war der Richtige. Wenn da, der wohnte außerhalb vom Lager, ich glaube in Burg. Und wenn der morgens kam zum Appell, Fahnenappell und die Wachablesung da, oder Wachparade, wie sich das nennt, nicht ordentlich war, hat er sie sofort eingesperrt. Befehlsverweigerung, weil sie nicht ordentlich gemacht haben. Oder wenn wir vom Übungsplatz kamen, es war reiner Sand. Wir hatten hohe Schuhe und Lappen, Fußlappen. Die guckten ja so halb raus. Und wenn wir ins Lager marschiert sind, wir mussten sowieso alles im Lager, nur im Laufen, durften nicht Tempo. Ja, das war nicht so streng wie da. Wir hatten, es war allerdings bei der Wehrmacht, war ein ganz strenger Winter. Und da war eine bestimmte Höhe, die nannte sich, glaube ich, Höhe 408 oder wie. Und da hatten sie Bunker gebaut. Und da haben wir auch oft nachts übernachtet da in diesen Baracken, in diesen Bunkern. Wie gesagt, ich habe sehr gefroren, toll. In mehreren Richtungen, auch so über Sprengen, Grundausbildung, Fahrschulausbildung und speziell, wenn ich dann, habe ich mich qualifiziert als Funker. Und es war erst dieses Morsen, die Dadelit, oder Dadelit und wie das alles so heißt, war fürchterlich, dass die Begriffe erst zu lernen. Aber ich war dann auch so ehrgeizig, dass da waren dann an den Wänden, in den Räumen von der Kaserne, waren überall Sprüche und so was. Und da habe ich habe heute noch die Angewohnheit, wenn ich irgendwas spreche, dann gehe ich das Alphabet, das durch. Jeden einzelnen Buchstaben. Ich kann das heute noch. Natürlich nicht bei dem Tempo heute. Jedenfalls war die Funkausbildung und eines Tages, da war knapp 4 Wochen, da hat der Lehrer das Tempo vorgegeben, als Prüfer, hat es aber nicht vorher angesagt. Da hat er gefragt, wer alles mitgekriegt hat. Da habe ich mich gemeldet, ich hatte alles mitgekriegt, musste ich natürlich gleich, das war, was ist, 3 Minuten bestimmte Tempo hören. Und da musste ich gleich an so einen Apparat ran und da mauset. Das tippen wir, aber das war auf so einen Streifen. Und mir hat es daher, ich war richtig doll ehrgeizig. Von der Unterhäuserschule ging es näher nach Berlin, wurden wir versetzt in Stahnsdorf. Und das war so, nannte sich Marschkompanie, wo die einzelnen Einheiten oder einzelnen Soldaten an der Front abkommandiert wurden. So. Und ich war wieder auch sehr gut im Sport, Leistungssport. Und da waren große Wettkämpfe. Viele waren da schon an der Front, waren schon verwundet und waren schon wieder in der Marschkompanie. Da war ich noch da, weil sie mich zurückgehalten haben. Die Einheiten wollten ja auch ein bisschen glänzen. Und da bin ich bis zuletzt, bis
November muss das gewesen sein, ja, November 43. Bin ich denn nach Wildflecken, sind wir da verlegt worden. Und zwar, da war die Division, 100, also Panzergrenadierdivision 25. Und die Division wurde da aufgefrischt. Die muss in Russland große Verluste gehabt haben. Wie gesagt, ist aufgefrischt. Und da bin ich auch noch ein bisschen ausgebildet worden als Funktorführer. Und wir sind dann auch, wir haben eigentlich viel Hunger gelitten. Die ganze Zeit nur als Soldat immer Hunger. Essen war knapp. Auch in der Unterrichtsschule gab abends die Ration. Und wer sich nicht beherrschen konnte, der hatte morgens nicht mehr gehabt. Und jetzt in Wildflecken, da sind wir dann, waren wir mal zwei, drei Mann, so eine kleine Trupps, und sind so außerhalb, in den Dörfern, haben wir uns da eine Art Quartier gesucht, auch ein bisschen, um Funkübungen zu machen, sogar zwei, drei Tage. Die wussten ja gar nichts, was mit uns anzufangen, weiter sonst. Und da weiß ich noch, wie heute, ja, da kriegten, obwohl wir Panzerabteilung, es nannte sich Panzeraufklärungsabteilung 125. Das hatte was mit der 25. Grenadierdivision zu tun. Jemals kriegten wir mit Emma so eine Volkswagen, die bei VW gebaut wurden, so mindestens zwei, drei Tage. Aber so ein Ort ist eine Stadt gewesen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die außerhalb von unserer Kaserne war. Und da ich einen Führerschein hatte, oder Fahrerlaubnis, wie es und auch einige andere, mussten wir die Fahrzeuge, die anderen, mussten die ausladen. Und wir haben gestartet. Wir hatten anfangs noch Schwierigkeiten. Früher war es noch mit Schock und sowas. Da wussten wir gar nicht so Bescheid. Aber daher, da sind wir mit den Fahrzeugen zur Kaserne gefahren, auf den LKW gestiegen, wieder zurück. Immer im Pendelverkehr. Da waren noch, das waren so eine leichte Geländewagen von Volkswagen gebaut. Kurz vor Weihnachten, war ein, zwei Tage vor Weihnachten, sind wir verladen worden, sind Richtung Westen. Unterwegs sind wir schon doll Angriffe, Fliegerangriffe. Und das doch, wir mussten nur nachts gefahren, also wurden wir gefahren, weil sie am Tage haben die Engländer und Amerikaner, wir haben Jabus gesagt, der Yachtbomber, die haben alles beschossen, alles. Und ich weiß noch, wir waren in der Nähe von Steyr im Saarland unten. Wir haben nachgesagt, dann sollten wir den Zug tarnen, so mit Sträuchern. Also, da hing der schon los, lang. Wir sind hier ran, die Sträucher. Wir waren die erste Schießerei, da hatten wir die ersten Toten schon. Und dann, ich war dann, wie gesagt, die Vogesen, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, das ist auch so wie die Ardennenoffensive, die war ja Anfang Dezember 44, ja. Und jetzt war ja auch noch alles 44. Und am 1. Januar morgens war die
Vogesen-Offensive, die aber nur eine Woche ging. Dann hat der Amerikaner, da unten war der Amerikaner gewesen, hat er sich wieder erholt und hat zurückgeschlagen. Und da ich hatte Spezialgeräte in meinem Funkwagen. Ich hatte so ein Steyr, genau ein neues Fahrzeug, weil der Österreicher. Und hatte Spezialgeräte, die waren gedacht als Luftaufklärung. Die Luftaufklärung sollten die Berichte zu mir geben und ich musste die. Natürlich war ja alles dann verschlüsselt und entschlüsselt und so. Und ich musste sie dann weitergehen an Kommandeur und so. Und da ich aber im Westen gar keine Luftwaffe mehr, kaum noch war, so gut wie gar nicht, war ich für Sondereinsätze so. Musste da irgendwas erledigen und da erledigen. Und war viele Wochen in Saarbrücken und so weiter, die Ecke darum. Das war im Januar schon, ja. War ich unterwegs und eines Tages, wie ich wieder zurück wollte, wo die Einheit war, da waren sie gar nicht mehr da. Die waren schon verladen worden. Und dann musste ich mit einer fremden Einheit unbefladen nach Deutschland. Rein hier an der Ostfront. Und da war in Werbig, direkt in Werbig ausgeladen worden. Da ist also ein Knotenpunkt, einmal nach Gestred und einmal nach Frankfurt-Oder. Und wir sind dann eingesetzt worden in ein Tuchowand. Vorher war ich erst noch in Neu-Lewin. Was die Orte sind. Und da war gegenüber, es waren vielleicht knapp 3 Kilometer, da war der Russe schon gewesen. Und eines Morgens, das weiß ich noch ganz genau, am 4. Februar, es war ein Sonntag, da bin ich zu meinem Nachrichtenoffizier gegangen und habe gefragt, ob ich mal nach Hause fahren kann. Sagt er, wo wollen Sie denn? Ich sage, nach Chinez. Nee, sagt er, da ist schon der Russe. Und ich konnte aber mit meinen Geräten auch alle Wehrmachtsberichte alles abhören. Nach den Wehrmachtsberichten war der Russe noch 100 Kilometer weg. Es war ja nur so ein Stoßtrupp, die eben diese Brückenköpfe in Reitwein, Chinez und Güstebiese, wo die Fährstellen waren. Da haben die ersten Brückenköpfe hier. Und da sind meine Mutter und meine Tante alle umgekommen. Aber durch deutsche Flugzeuge. Die hatten sie geflüchtet aus Angst vor den Russen, vor Vergewaltigung, was alles so war. Waren sie auf die Kähne geflüchtet und sind dann bombardiert worden. Unterhören. Und 2 Jahre später sind sie in Chinez geborgen worden. Die Leute waren so andersrum. Ein Stellmacher, der mein Alter war, der kriegte dann Holzzuteilung und er musste Kisten bauen. Und da wurden sie rein. Und das Problem war da, die Körper waren noch total in Ordnung. Aber 2 Stunden, nachdem sie in der Luft waren, waren sie total verwest. Und bis heute weiß ich nicht, sie sind dann irgendwo vergraben worden, wahrscheinlich auf dem Friedhof, aber wo, weiß ich überhaupt nicht. Praktisch habe ich keinen Muttergrab. Ja, ich kannte jeden Ort, bin durch das Schienen gekommen und von Neu-Lewin, weiß ich noch, wie heißt der Ort, wie Bahnhof,
Da stand ja damals noch, da sind wir dann nach Posedin, Letschin, Friedrichsaue und da stationiert in Alt-Turban. Plötzlich ist der Russe an der Oder. Was dachten Sie damals als Soldat? Ja, erstmal waren wir total überrascht, weil ich ja alle Nachrichten hören konnte. Und vor allen Dingen waren ja auch schon die Flüchtlinge, sehr viele Flüchtlinge. Und wie gesagt, in Neu-Lewin, nochmal zurückkommen, 4. Februar und Sonntag wollte ich nach Kiedes gerne. Und mein Nachrichtenoffizier hat dann gesagt, ja, da kannst du gar nicht mehr hin, da ist der Russe schon. Aber ich habe unser jugendlichen Drang immer noch geglaubt, dass alles in Ordnung ist. Sag ich mal ganz ehrlich. Ich kannte nicht das Wort KZ, obwohl wir als Panzer schwarze Uniform hatten. Und wir hatten diese kurzen Jacken hier und hatten hier Totenköpfe drauf. Das habe ich erst gar nicht gemacht. Viel später ist mir erst bewusst geworden, wenn ich in russische Gefangenschaft geraten wäre, hätten sie mich sofort erschossen. Schon alleine wegen der Totenköpfe. Aber wir hatten gar nichts zu tun mit der Waffe des S oder sowas. Überhaupt nicht. Ja, es war ja die Parole immer, diese Wunderwaffe. Ich kann mich entsinnen, wie ich zwischen Eberswalde und Templin ist. Ja, Joachimsthal, ja. In Joachimsthal waren wir, ach so, muss ich erst noch was anderes sagen. Nachdem ich dann verwundet war oder geflüchtet war aus Buko, wir waren ja in Buko, war ich gewesen in Bad Siebersdorf, war das Lazarett. Und da war wieder zwischendurch, muss ich da sagen, eine Schwester, die war beim Fleischer da in sogenannte Stellung. Früher mussten jeder ein Jahr, wir beim Bauern musste ich auch, oder die Mädchen mussten in Stellung, also im Haushalt. Und jeweils, wie die Angriffe auf Buko kamen, da hatte ich noch Flüchtlinge kennengelernt, die bei dem Fleischer, die Großmutter war da bei dem Fleischer in so ein Zimmer gekriegt, von Berlin ausgebombt. Und da sind abends, muss ich auch noch wieder dazu sagen, war ein Luftangriff. Das war, wir haben die UVD gesagt, weil der pünktlich abends immer jetzt kam und hat so leichte Bomben abgeworfen und ausgerechnet auf der Fleischerei neben am Giebel so eine Bombe gefallen. Und ich hatte Glück mit meiner Schwester und noch ein Kumpel hinterm Schlachthaus, da hatten sie noch so eine Art Bunker gemacht. Aber die Flüchtlinge und auch die Einheimischen, die waren alle im Keller. Und der Keller-Eingang, der war früher ja von außen hin, so Eingang, da mussten wir das Schutt wegräumen. Und dann haben wir die Leute erst befreit da drin. Und dann bin ich, die Tochter von der Oma, die da war, die hat ein paar Straßen weiter gewohnt. Und da sind wir da hingelaufen, haben da die Mutter abgeliefert und auch Bescheid gesagt. Die Hauptaufgabe war ja Küstrin als Festung festgestellt wurde. Und die Division sollte die Reichsstraße 1 freihalten, damit die Verbindung nach Küstrin noch offen halten.
Das war der Hauptgrund für die. Division sind ja mehrere Einheiten. Das ist ja ein weiter Begriff, 25. Panzergrenadierdivision. Da, wie viel kann ich nicht sagen. Wir waren ja bloß die Aufklärungsabteilung, die jetzt, wir waren da in Turuband. Der Stab hat im Gutsgebäude da gelegen und wir aber in den Arbeiterhäusern, die neben dem Gut waren, da haben wir gelegen. Und nachher, die ganze Zeit waren wir noch auf dem Gutgelände. Und dann mussten wir aber weg. Und zwar wurden wir im Park verlegt, weil der Stab durch unsere viele Funkerei und so. Die Russen haben angepeilt, die haben gemerkt, dass da irgendwas ein Schwerpunkt ist und die wurden dann dadurch gefährdet. Und da mussten wir mindestens einen Kilometer weg vom Stab. Auch wo wir im Westen waren, mussten wir im Wald irgendwo verschwinden. Wegen Anpeilung. Es wurde nur Schlechtes gesagt. Jeder hatte Angst, dass er den Russen in die Hände fällt. Auch ich. Ich war nur auf der Flucht. Ich war aber, wie gesagt, nicht ausgeheilt, wie am 16. April losging. Da wurden wir rausgeschmissen, die schon gehfähig waren. Ich war aber noch nicht ausgeheilt. Und da war ich in Buko bei meiner Schwester, bei dem Fleischer. Da war ich, glaube ich, 2 Tage. Und habe mich da überhaupt nicht, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Da waren alles Soldaten von der Luftwaffe. Irgendwie Truppenteile. Und ich war der einzige schwarze Schaf. Mit der schwarzen Uniform. Und dann letzten Endes, ich habe noch die Flüchtlinge, wollte ich noch begleiten, rausbringen, aber ich durfte nicht, musste wieder in die Stadt rein. Und dann habe ich mich da gemeldet auf so eine Kommandostelle. Und dann wurden wir in Buko, weiß ich noch, wie heute, war so ein Park und Kino, wo es da auch gewesen sind. Da haben wir gelegen und dann mit Eimer Artilleriefeuer. Alles rannte durcheinander und ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Bin ich auch abgehauen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe noch eins bewürstet aus dem Schlachthaus, die lagen ja da rum. Ja. Und bin dann raus aus Buko. Draußen, außerhalb von Buko, wo die Kreuzungen waren oder Abzweigungen und so weiter, da standen alles die sogenannten Kettenhunde. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das war so polizeimäßig so. Und die haben alles, keinen durchgelassen. Alle wieder nach vorne geschickt. Und ich bin da auch angekommen. Und da sagt er, wo wollen Sie hin? Ich sage, ich bin verwundet. Und er war ja auch tatsächlich verwundet, aber das war ja das Kuriose. Als Verwundeter hatte man so einen länglichen Streifen hier um den Hals gekriegt. Und sagt er, hat er jetzt geguckt und hält auf dem Datum. Der war ja der 2. März, wo ich verwundet war. Hält da den Daumen hoch und guckt bloß so. Ja, halten Sie den Fahrzeug an und fahren Sie mit, bin ich durchgekommen. Und dann bin ich bis Strausberg gekommen. Und da waren ja, jede Einheit hatte ja an ihren Fahrzeugen bestimmte Zeichen dran.
Und da habe ich mich gemeldet bei NANS. Und die haben mich da, die wussten ja untereinander Bescheid. Und am anderen Tag bin ich da richtig in meine Einheit gekommen. Und jetzt geht's los. Da ich nicht ausgeheilt war, wurde ich eingesetzt vom Spieß. Wir hatten so, das war ein Hiwi, ich weiß nicht, ob das Hilfswilliger, das war ein Russe. Das waren Russen, die auf deutscher Seite mit gekämpft haben und auch unterstützt. Und es waren Pferdepanierwagen, haben wir das gesagt. Und den musste ich betreuen. Musste den, wenn wir weiter waren, dahin oder irgendwas machen. Und dann habe ich den Hiwi geführt, auf Deutsch gesagt. Und da in Achelstal, muss ich jetzt gerade sagen, da, wo sie uns dann auch wieder aufgehalten haben und vorbereitete Schützengräben waren da schon. Und so, wir sollten dann die Russen da aufhalten. Aber das war genau am 20. April, Adolfs Geburtstag. Und da war dann mit dem also auch so Alarm und Feuer gewesen. Und ich mit meinem Panierwagen wieder gefunden und dann. Ich wusste denn gar nicht so richtig, wo ich hin wollte überhaupt. Wir waren nur auf der Flucht. Da, was ich denke, kam so ein Leutnant von der Waffen-SS und der hatte eine größere Truppe Ordonnanzoffiziere, also Verwaltungsoffiziere. Und die hatten ja auch einen Haufen Gepäck. Da haben sie uns. Mir den Wagen auf letzte Sache beschlagnahmt. Und dann bin ich noch bis Neuruppin, was ja auch noch wie heute, Alt-Ruppin war das, so ein langer Ort. Da haben wir dann, war schönes Wetter, April 45 war sehr schönes Wetter. Da haben wir hinter so einer Scheune in der Sonne gelegen. Läuse geknackt. Wir hatten jede Menge Läuse. Aber schon in Seelo, wie ich da im Krankenhaus war, wollen wir auch entlaust, da habe ich noch vergessen zwischendurch. Aber die Läuse hatten uns schon. Und wir wurden behandelt beim Sani, weil alles nur gejuckt hat und mit so einer stinkigen Salbe, da hat es fürchterlich gestunken. Ja, genau am 2. März, das war ein Freitag, weiß ich auch wieder, ich bin Zahlen und sowas habe ich ein gutes Gedächtnis. Und da hat der Russe ganz doll beschossen. Alturuban, ganz doll. Und da kam, ich hatte eigentlich schon den Nachtdienst gehabt. Und war ich dienstfrei und da kam irgendwie so ein Vorgesetzter und wollte mich, hat mir befohlen, ich sollte zum Parkrand und gucken, wie weit, ob da der Russe schon ist oder so, also die Lage peilen, auf der deutschen Seite. Und habe mich dann aber bei meinem Nachrichtenoffizier, dem ich ja unterstand, abgemeldet und sagte, nee, das kommt nicht in Frage. Und dann war ich eingesetzt als Verbindungsmann vom Stab, vom Gutstab, zu den Funkwagen, die im Park verbuddelt waren. Es ist da eingegraben. Die Fahrzeuge mit den Kühler waren alle tief drin und neben haben wir ein Loch und haben da Funkverkehr. Und dann weiß ich noch, wie heute, der Vormittag, um Haaresbreite, hat es kurz vor mir zwei Einschläge, also höchstens 20 Meter, höchstens. Da habe ich schon die erste Bekanntschaft gemacht mit.
Und Nachmittag, das war so circa 14 Uhr, wie gesagt, ich sollte ja dann die Funksprüche, die ankamen, zum Stab rüberbringen. Wir mussten ja dann auch, wie gesagt, entschlüsseln und alles. Da waren dann meine Kumpels, die lagen im Loch, weiß ich noch wie heute, die haben einen Funkspruch erhalten. Und wenn das Ende war, musste jeder Funkspruch bestätigt werden. Hören konnten sie alles, aber die konnten nicht morsen, funken. Da habe ich gesagt, lass mal sein. Ich rein in ein Fahrzeug und habe da bestätigt und es erledigt. Und wie ich wieder rauskomme und stehe noch so und gucke, weiß ich, das war so ein Sturmgeschütz, 20 Meter also Feld, am Waldrand noch geguckt und mit Eber hat es gekracht, direkt vor mir. Ich habe vier Unterarm hier, Schulter habe ich heute noch, Splitter drin, hier Herzgegend in Splitter und im Bein. Und aber noch vier gestriffen, nur die Haut verletzt und hier durch die Hose, nur durch den Stoff, hier durch die Hose, nur durch den Stoff. Also es hat gekracht und direkt, ich bin gleich umgefallen. Dann, so naiv wie ich da war, mit dem spürte ich, dass das Blut lief. Blut so heiß lief. Und da habe ich mit dem mal geguckt. Dann denke ich, hier sind da mit dem mal Löcher in der Uniform. Die waren da vorher nicht da, auf Deutsch gesagt. Und da waren meine ersten Worte. Ich weiß noch, mein Kumpel, der hieß Henry. Ich sage, Henry, ich glaube, ich bin verwundet. Und dann ist der andere Kumpel von dem Henry, der ist dann zum Stab gelaufen da. Und wollten mich holen. Und da hat mein Kumpel gesagt, kannst du denn aufstehen? Dann bin ich aufgestanden und bin auch gehoben. Und da kamen mir schon welche entgegen. Die liefen schon noch sogar vorbei. Da ist er doch schon. Und dann haben sie mich auf der Saar und wurden gleich verbunden. Also ich habe eine ganz riesengroße Pflasterarbeit hier. Alle Herz gegen war. Und wie gesagt, und andere Kumpels, da waren noch ein paar Kumpels, einer, weiß ich noch wie heute, das genau an der Ellbogen, ganz doll, ein Splitter, und der einer war ein Kumpel, der hat in sein Gesicht gerade einen Splitter gegeben. Also ich hatte, dann sind wir gleich noch mit dem Sanka nach Seelow. Seelow war der Hauptverbandsplatz. Ja. Und wurde dann abends noch spät operiert. Bis auf drei Splitter haben sie rausgekriegt. Und aber den einen, der war irgendwie kompliziert, haben sie nicht immer. Das ist ja, wie gesagt, heute noch drin. Und dann bin ich von da aus nach Waldsiebers dafür gekommen. Im Lazarett. Ich hatte. Es war Freitag, sondern am Sonntag. Es waren Doppelstockbetten. Ich hab unten gelegen. Ich hatte so eine Schmerzen. Ich habe nichts gegessen, konnte nichts essen. Tolle Schmerzen gehabt. Ich konnte mich kaum aufrichten. Und dann war der erste Verbandstag, war ein Montag früh. Und da ist mir schlecht geworden, bin ich umgefallen. Total veraltert alles. Richtig, Alter. Mir ist richtig schlecht geworden. Und dann kamen sie noch, die Ärzte waren ganz besorgt um mich herum. Und dann kam ich auch in so ein Vierbettzimmer. Das wüsste ich auch noch wie heute. Da war ein Feldwebel. Gegenüber, vier Bettenbomben, der wollte
hat mir Schach gespielt, gelernt. War Schachpartie. Und er hat von der Wende immer gesagt, wie ich ziehen muss. Und so habe ich das gelernt. Hab das, hat mir mal Spaß gemacht. Und spiele auch heute noch, wenn ich dazu komme. Ja, ich habe nur mitgekriegt, dass totaler Feuerschein und wie gesagt, die Verwundeten kamen, aber mehr direkt, außer dass ich persönlich verwundet wurde, habe ich, das war ja auf der Innenseite mein großes Glück, meine Verwundung, da, dass ich da nicht direkt die Schlacht miterlebt habe, 16. April, da war ich, wie gesagt, schon im Nazareth. Hab da nicht direkt, außer meine persönliche Verwundung. Der Hauptverbandsplatz in Seelow, wo war das? Wenn Sie im Krankenhaus, direkt im Krankenhaus war der Hauptverbandsplatz. Und da wurde ich auch die anderen Verwundeten operiert. Und von da aus sind wir dann nach Waldsiebersdorf gekommen. Da haben wir 2 Tage, waren schwere Kämpfe um Seelow rum. Da ist ja, sind ja angeblich so um 30.000 Russen gefallen und 10.000 oder 11.000 Deutsche. Und dann war der Russe nicht mehr aufzuhalten. Wir waren nur auf der Flucht. Und das Schlimmste war ja dann immer noch, es waren Massen von Flüchtlingen. Trecks, haben wir mal das wie gesagt. Wir waren mit unseren Fahrzeugen oder je nachdem, also mit den Trecks. Und dann der Russe natürlich die Trecks auch mit der Luftwaffe beschossen. Das ist reiner Zufall. Reiner Zufall. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. So Joachimsthal, da kann ich mich noch so schwach erinnern. Dann stand da was von Oranienburg und habe mich unwillkürlich nicht für Berlin entschieden, obwohl ich gar nichts wusste. Und bin dann in Richtung Neuruppin. Neuruppin heißt die Stadt. Und da kamen dann so die ersten Auflösungserscheinungen. So um 21., 22. rum, dann hieß es offiziell, war auch wieder so was hirnverbranntes von mir, ein anderer Kumpel und ich und noch ein dritter, das war beim Berliner, wir wollten nach Hause. Wir wollten uns durch die russische Front durchschlagen, nachts. Und jeder wollte nach Hause. Der Kumpel war Zillichau, das war ja in Polen jetzt, heutige. Aber ich war ja Kienitzer. Und wie gesagt, wir hatten uns offiziell schon sogar verabschiedet. Wir haben Verpflegungen und alles, Waffen sogar, ich hatte Maschinenpistole und alles. Und sollten an der Front gefahren werden, aber da war noch ein Fahrzeug, was da irgendwie Verpflegung oder irgendwas bringt, bis zur Front, ganz offiziell. Und dann war mit einmal eine Schießerei im Wald und alles war durcheinander und nur auf der Fahrzeuge rauf und Heidewitzka, weg, weg, weg. Russen ist da, Russen ist da. Weil ja jeder Angst vor russischer Gefangenschaft hatte. Ja, das sage ich jetzt gleich. Wie gesagt, wir waren auf der Flucht. Und sind so Richtung
Mecklenburg so gewesen. Und wir wollten ja mal eigentlich nach Hause. Und in Wirklichkeit wäre der Weg nach Wetter. Da sind wir bei so einem Stopp runtergesprungen von dem Fahrzeug her und haben uns versteckt im Wald. Da war so ein Schützenverein. Und da, die hatten auch so eine Pritsche und alles so. Und da haben wir so eine Pritsche abgerissen und über so einen kleinen Graben gelegt und haben da uns Pause gemacht. Und am anderen Morgen, mein Kumpel wollte ins Dorf gehen, es war außerhalb vom Ort. Den Ort weiß ich heute nicht mehr. Wollte ins Dorf gehen, wollte Wasser holen. Immer kommt das zurück und nimmt die Maschinenpistole und haut sie an den Baum. So, was ist denn los? Der Ami ist da. Wir haben das aber so abgelegen, nicht bemerkt. Das war dann mit immer über Nacht, war der Ami weitergerückt nach Osten. Wir sind dann, da standen Posten und der Ami hat uns gerade, musste mal Richtung Flugplatz, da hieß es Hagenow. Da war der Panglerer, war der Flugplatz und die Stadt. Und dann war das ja nicht mehr möglich, unser Fluchtplan nach Hause, dann hieß es, bei den Soldaten passieren immer schnell Parolen, sogenannte Scheißesparolen. Und dann hieß es, ja, ihr müsst sehen, dass er über der Elbe kommt. Wir waren noch rechts von der Elbe. Müsst ihr sehen, dass er über der Elbe kommt. Und da meldet er euch beim Bürgermeister, dann kriegt er Zivilsachen. Und dann ist der Krieg vorbei. Ja, dann wollten wir natürlich auch, wir waren nicht mit hohen Händen oder so. Wir sind dann auch 2-3 Tage rumgestreut. Kamen immer näher zum Flugplatz. Wir waren eine Menge Flugzeuge, die im Wald versteckt waren. Also wir sind auch überall rumgeklettert und haben da was gesucht, ob er was gefunden hat. Jemals sind wir angekommen, bis kurz vor Hagenow. Und mein Kumpel, der jammerte schon, sagte, ach, da die scheiße Lauferei hier. Wir jetzt laufen wir richtig eine Straße, eine gute Straße. Und ich war so schon skeptisch sehr. Da war so eine Anhöhe und rechts war so ein Wäldchen. Und hinterher wusste ich ja nicht, was da war. Da sag ich, Mensch, wir müssen hier wieder im Wald rennen. Nee, wir bleiben noch. Und da weiß ich noch, wie heute, da waren Flüchtlinge. Und da ist ein ganz bestimmter Satz, den ich nie vergesse. Wo kommt ihr gewesen? Wir waren so aus Ostpreußen oder wo sind wir? Also den Satz habe ich nie vergessen. Und da haben dann schon, da waren dann schon irgendwie Banditen da, die warten, die Flüchtlinge wollten sie ausräumen. Und ich war so leichtsinnig, hatte noch eine Pistole. Ich wollte sie in Schach. Und in dem Moment kamen amerikanische Militärpolizisten vorbeigefahren. Und die Flüchtlinge gleich hin und haben dann die haben sie verjagt und wir haben uns aus dem Staub gemacht. Und dann war so ein riesengroßer Platz, da standen jede Menge Fahrzeuge, jede Menge. Dann habe ich ein Fahrzeug, jetzt weiß ich noch wie heute auch, es war ein Horch von der Luftwaffe, auch ein Funkwagen. Aber die ganzen Papiere, alles rausgeschmissen, habe den auch starten können und bin dann stolz mit meinem neuen Fahrzeug nach Flugplatz. Wir wussten ja, also der Flugplatz war ja das hier Fangelager. Das war ein bisschen außerhalb von der Stadt. Meistens ist es ja so. Jedenfalls kamen wir dann an ein Fangelager an
Und da stand auch wieder jede Menge Fahrzeuge, die da gesammelt wurden. Und der Posten, der wollte mich gar nicht reinlassen. Ich sollte mein Fahrzeug, was ich gerade erworben habe, war ich da stolz. Und fucking boy war immer sein Schlagwort. Ich weiß nicht, muss auch verwichtender Bursche oder was. Schönes Schimpfwort, irgendwas. Fucking boy. Und dann hat er mit ihm den Schlagbaum hochgebracht und bin ich durchgefahren. Und dann bin ich rennen und da habe ich meinen Kumpel war ja noch mit bei. Den habe ich losgeschickt. Da sollte er mal gucken, wo die, welche. Und hat auch tatsächlich welche von unserer Einheit gefunden. Und da waren, muss ich ganz ehrlich sagen, so ungefähr 70.000 Gefangene da auf dem Flugplatz. Aber ich hatte noch mein Auto noch. Mein Kumpel war registriert als Kraftfahrer, er hatte aber überhaupt keine Ahnung von Fahrzeug. Aber erst haben mehrere Kumpels, die haben bei uns übernachtet, die durften dann aber nicht mehr. Und dann durfte man nur der Fahrer und Beifahrer. Und dann war meine Aufgabe, da, ich weiß nicht, war ganz komisch. Wir mussten jeden Morgen, Nachrichtenhelferinnen waren das gewesen, die mussten wir da immer nach Hagenow in die Stadt fahren. Irgendwie mussten die irgendwas arbeiten. Irgendwo. So richtig mitgekriegt habe ich das nicht. Und abends wieder abholen. Das war dann so meine Aufgabe da. Aber das Schlimme war, der Amerikaner war ja natürlich auch so viele Gefangene, die nicht darauf eingerichtet. Wir kriegten die ersten Tage 13 Kekse, war unsere Verpflegung. Weiß ich noch wie heute. Und mal ein Stück Schokolade, ein kleines Stück. Da waren es eigentlich die Amerikaner gut behandelt, überhaupt nicht, keine Probleme gehabt. Denn nach Wochen, vielleicht war ich da 4 Wochen, kam Rolof, ja, ihr, wir werden Engländer übergeben. Dann war die Fahrer mit Fahrzeug oder ohne Fahrzeug. Ich wollte ja gerne mein Auto behalten. Aber letzten Endes mussten wir alles stehen und liegen lassen, in der Waggons rennen und sind wir dann Richtung Timmendorfer Strand an der Ostsee. Da weiß ich noch wie heute, es war sehr heiß. Es war ja schon Juni. Da sind wir dann marschiert in Gefangenschaft. Soldatenlieder gesungen und alles Mögliche. Und dann sind wir gekommen. Das ist der Ort zwischen Eutin und Malente. Malente ist die heutige Fußballschule, die Fußballer von dem Fußballbund. Und da zwischen den Orten, da haben wir auf so einem Heuboden da geschlafen. Denn, muss ich sagen, ich muss ganz kurz noch erwähnen, dass wir wieder da in der englischen Gefangenen, wir waren keine Gefangenen, wir waren interniert. Wir durften uns bewegen, 15 Kilometer in den Umkreis. Und ich musste noch ein paar Mal hier zum Stab, hier in so ein Schloss, war so ein Generaloberst oder was da. Wir mussten wieder grüßen, das war richtig. Kompanie. Wir hatten sogar eine Küche. Ja, jedenfalls, dann kam die Entlassung, war die Parole, Bäcker, Fleischer, Bahner, Postler, so eine wichtige Berufe, die kamen als Erste dran. Und da ich ja Bäcker gelernt hatte, war ich unter den Leuten und habe da einen anderen Kameraden gefunden,
der war aus Wolfenbüttel. Ich muss das so sagen, wie ich in Bukow war, hat meine jüngste Schwester, die sind gerade noch geflüchtet, hier aus Letschin, und die hatte da nach Bukow geschrieben, dass sie geflüchtet sind, mit einem Ort, mit Büttel wusste ich bloß noch. Und der war zufälligerweise aus Wolfenbüttel, hat auch da eine Frau gehabt und auch seine Wohnung. Und ich musste ja eine Adresse angeben können. Er wurde ja nur nach dem Westen entlassen. Nach dem Osten durfte er entlassen werden. Und da hat er mir die Adresse gegeben, Wolfenbüttel. Und da habe ich auch gleich zufälligerweise, hatte die Schwiegereltern, die hatten ein Zimmer frei, habe ich da auch gleich ein Zimmer gekriegt. Und da bin ich ein paar Tage rumgelaufen, so Polizei und alles Mögliche, und habe meine Schwester gesucht. Aber habe sie natürlich nicht gefunden. Kurz jeweils, dann habe ich in Wolfenbüttel beim Bäcker, der war ausgebombt, der hat gerade angefangen, habe ich da gefragt, ob er jemand braucht. Ja, gleich einen anderen Tag musste ich da arbeiten. Nachher waren wir dann schon 4 Stück. Und dann bin ich von da aus, jetzt war ich dann sogar beim Engländer, in einer riesengroßen Bäckerei, wir waren 100 Bäcker, in 3 Schichten haben wir gearbeitet. Und dann hatte ich aber den Streben, nach dem Osten zu kommen, weil ich wissen wollte, was Sache ist. Aber es war ja ganz schwierig, über die Grenze zu kommen. Da waren so eine Elite-Soldaten, wir haben immer Stalin-Schüler gesagt. Aber die waren so primitiv, die hätten uns rübergelassen. Da wollte der Posten eine Taschenlampe, so eine Flachbatterie. Taschenlampe. Wenn ich eine Taschenlampe auftreibe, dann wäre ich rübergekommen, offiziell. So war so ein Grenzposten. Da bin ich da rum, habe auch Taschenlampe gekriegt, aber Batterie ging nicht. Dann bin ich hin nach dem Posten. Nur, da war ich zurück. Da habe ich die Taschenlampe gezeigt. Ach, nur dabei, komm. Das erste war, früher waren sie mit so einem Blätter, mit der Zunge gemessen, ob die Batterie noch gut war. Jupp, Feuerwart, hat er so eine Straße geschmissen und hat mir wieder zurückgegeben. Jedenfalls durch Abenteuer bin ich dann nach Chinitz gekommen. Aber unterwegs Flüchtlinge, jede Menge. Überall waren die Brücken gesprengt. Die Züge fuhren ganz unregelmäßig, nur dranjagen. Und zu Rennen gekommen bist du nicht. Dann bin ich in Berlin gelandet und bin auch sogar bis nach Lichtenberg. Und da bin ich auch ins Zoo gekommen, da waren alles Russensoldaten drin. Und ich hatte natürlich auch, ich hatte ja noch meine Uniform. Da waren diese Waggons, wo nicht Seiten, eigentlich nur an der Stirnseite nach hinten, die waren dann auch so ein bisschen überdacht. Da habe ich dann gestanden bis Münchenberg. Bin ich nach Münchenberg gefahren. Münchenberg war der Bahnhof total zerstört, alles. Da habe ich mir auf der Erde gelegt. Kein Fenster, nichts, gar nichts. Und das war ja schon kalt. Es war ja schon mindestens November oder Dezember. Jeweils. Und da habe ich dann auch, an der Tag bin ich dann nach Bukow gelaufen. Da habe ich auch meine Schwester gefunden. Die war allerdings beim anderen. Bei einer Schneiderei. Und dann bin ich von Bukow nach Chinitz gelaufen. Kein Fahrzeug gesehen, kein Fahrzeug begegnet, kaum ein Menschen. Du kennst ja die Strecke über Treibnitz oder so. Dann bin ich angekommen und dann habe ich erfahren, dass die Wohnung auch Volltreffer war, wo ich gewohnt habe. Habe ich dann so erkundigt und da habe ich erst erfahren, dass meine Mutter tot ist und meine Tante und meine Onkel und auch andere Bekannte, die alle umgekommen sind, die ich natürlich kannte.
Und dann bin ich wieder zurückgelaufen nach Buko. Über Trebnitz, Neuhardenberg, Trebnitz. Und dann habe ich meine Schwester von Buko mit rübergenommen nach dem Westen. Und das war auch schon alle Abenteuer, was ich da alles erlebt habe. Zerstörte Häuser, keine Leute, kaum Leute begegnet, kaum, so gut wie ja nicht. Einzig, ich hatte ein Stück Brot, weil ich ja beim Bäcker war, war meine Marschverpflegung. Sonst habe ich nicht mehr, habe ich nicht gehabt. Naja, es Splittergräben kann ich nicht sagen. Zerstörte Häuser und die Hüfte, das war logisch. Die waren ja überall. Es war ja immer, auch gerade hier in Kienes und Neuendorf, diese Eckgeschäfte, höhere Geschäfte, die hier waren, die waren alles zuerst zerstört, weil es so Ziele waren für die Artillerie, wo sie das halt irgendwie die Entfernung messen konnten und alles sowas. In Kienes, die Kirche ist ja auch halb zerstört, heute noch. Beim Bäcker, da war ich in der englischen Bäckerei, habe ich ja gesagt. Und dann bin ich, habe ich Verbindung, nee, so habe ich da habe ich meine jüngste Schwester erst gefunden. Es gibt da mindestens 20 Orte mit Bittel. Wartenbüttel, Isenbüttel und Germersbüttel und wie sie alle heißen. Und das war genau entgegengesetzt von Braunschweig. Und da habe ich dann auch meine Schwester gefunden. Die war beim Pastor hier in Stellung, die war gerade in der Kirche. Und dann war eine richtige Aufregung da am Ort. Hanna, dein Bruder ist da.